Ich mag halt auch kurz sagen, dass die Point-and-Shoot-Kameras hier tauschen. Der erste Cardigan, den hier, den habe ich auch im Schwabbeligen gefunden, wie auch diesen. Ich finde, stattdessen jetzt mal in meiner Schulzeit war die Hey Leute und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Heute gibt's einen neuen Haul. Ich werde euch zeigen, was ich die letzten Monate so geshoppt habe oder was mir zugeschickt wurde. Deswegen bleibt gerne dran. Und es ist wie immer alles verlinkt und ich probiere die Sachen auch an. Also ihr seht die ganzen Sachen auch angezogen. Jetzt würde ich auch sagen, let's go mit dem Video. Okay Leute, wir fangen wie üblich an mit Beauty. Und da habe ich mir diese Benetins hier zugelegt. So sehen die aus. Ich glaube, ihr kennt die vielleicht alle schon. Ich habe mir einmal Benetint und Gogo-Tint geholt. Im Nachhinein hätte mir einer gereicht, weil erstmal sind die mega ergiebig und die Farben sind sehr, sehr ähnlich. Und was ich auch dazu sagen muss, ich habe momentan sehr trockene Lippen. Bei trockenen Lippen sind die nicht so geil, weil die halt nicht jede Lippenfalte so abrutschen. Aber ich mag die trotzdem sehr gerne und ich glaube, gerade im Sommer ist es sehr, sehr geil. Dann wurde mir von Benefit auch noch was zugeschickt, worüber ich mich sehr gefreut habe. Und zwar habe ich einmal den Hoola Glow zugeschickt bekommen. Ich wusste ehrlich gesagt nicht, dass der existiert. Ich kenne nur den Hoola Bronzer. Aber es gibt jetzt auch einen Hoola Glow. Also so leicht shiny. Aber es sieht irgendwie aus wie der Hoola Bronzer. Ich habe es noch nicht so ganz gecheckt, aber auf jeden Fall ist da Schimmer drin. Yes. Dann habe ich von denen auch noch den The Pore Fashioner Super Setter zugeschickt bekommen, wo ich auch nicht wusste, dass er existiert, aber das ist halt ein Setting Spray. Ich habe es alles noch nicht ausprobiert, deswegen, ja, ist ein Setting Spray. Kann ich nichts zu sagen, aber ich bin auf jeden Fall gespannt, das auszuprobieren. Dann habe ich noch einmal den Play Tint zugeschickt bekommen. Den werde ich wahrscheinlich meiner Schwester schenken, weil wie gesagt, die unterscheiden sich jetzt nicht so heftig. Und ich brauche nicht so viel davon. Und dann habe ich noch einmal die Roller Lash und die The Real Mascara zugeschickt bekommen. Und die werde ich auch beide meiner Schwester schenken, weil ich habe beide Mascaren schon. Und ich kriege die nie leer. Ich benutze sehr wenig Mascara. Deswegen, also ich benutze Mascara, aber halt immer sehr wenig. Und deswegen geht das bei mir nie leer. Ich würde sagen, das war es auch schon mit Beauty. Ich habe mir nicht mehr in Beauty gekauft. Ich habe mir gestern was bestellt, noch im Bereich Beauty so. Und zwar habe ich mir endlich, ich habe es schon die ganze Zeit überlegt, ob ich es endlich machen soll, aber ich habe mir endlich ein GHD Glätteisen gegönnt. Und ich freue mich voll darüber und das kommt jetzt die Tage an. Und dazu habe ich mir halt auch ganz, ganz viele GHD Produkte gekauft, weil ich die auch mal durchtesten wollte. Also einmal das Hitzeschutzspray, das Curling Spray, Glätten, alles Spray. Und da bin ich auch sehr, sehr, sehr gespannt drauf. Und jetzt würde ich sagen, machen wir weiter mit einer Bestellung, die ich getätigt habe. Wo vielleicht viele von euch denken, dass es total bescheuert ist. Aber ich bin in letzter Zeit ein bisschen obsessed mit Edelsteinkristallen sowas. Halt auch mit der Bedeutung dahinter. Und ich hab mir da ein paar Sachen zugelegt, weil ich das ganze Thema super interessant finde. Das sind einmal Trommelsteine zum Entladen. Das sind... Schön. Toll. Fantastisch. Also, das hier sind einmal, oh mein Gott, Girl. Ich kann sie nicht aufpassen. Also, das hier sind einmal die Hämatitsteine, ich glaube, so nennt man die. Die sind meistens zum Entladen. Und das hier sind die Bergkristalle zum Aufladen. Wie gesagt, ich muss mich noch mehr reinlesen. Als einzelne Kristalle oder Edelsteine habe ich mir dann noch einen Pyrit geholt. Der sieht so aus. Einen Mondstein habe ich mir auch geholt. Und einen Magnesit. Ich finde das super, super interessant. Die haben alle eine ganz verschiedene Wirkung. Und das hier sind Schneeflocken. I don't know, ich schreibe es euch hier hin. Aber das ist mein Geburtsedelstein. Also der passt halt zur Waage. Deswegen habe ich es mir geholt. Dann habe ich mir noch einen Amethyst geholt. Ich glaube, den kennen viele. Das sind jetzt so die Basic-Dinger. Ein Rosenquarz kennt man, glaube ich, auch. Das ist ein Rosenquarz. Und das ist ein großer... Bergkristall. Ich bin mir sicher, ganz viele von euch finden das bescheuert und finden das unnötig und was weiß ich alles. Ist mir aber egal. Ich finde das Thema super interessant und ich bin die Letzte, die bei solchen Themen sagt, so, oh mein Gott, sowas ist total dämlich oder finde ich dumm. Und deswegen wollte ich mich da einfach einlesen und das einfach mal ausprobieren. Wie gesagt, ich bin noch nicht richtig im Thema drin, aber ich fand es einfach sehr interessant und es kann nicht schaden.
Dann habe ich mir Ketten geholt. Das ist zum Beispiel eine Zitrinkette. Ich finde die unglaublich schön. Ich mag halt auch gerade so feine Ketten, deswegen habe ich mir auch sehr kleine Steine geholt. Dann habe ich noch eine Rosenquarzkette. Die finde ich auch unglaublich schön. Ich verlinke euch natürlich alles unten in der Infobox, sobald ich es natürlich finde. Und eine schwarze Turmalinkette. So sieht die aus. Und ja, das waren meine Edelsteine oder meine Errungenschaften, was Schmuck und so angeht. Schmuck und Kristalle und Edelsteine und so angeht. Jetzt kommen wir noch zu zwei Kameras, die ich mir gekauft habe. Und zwar sind das Point-and-Shoot-Kameras. Ich wollte mir schon die ganze Zeit, also das sind Filmkameras, die mit, wo man Filme reinlegt und dann halt, ja, shooten kann. Ich wollte die ganze Zeit schon welche haben. Hatte aber keine Ahnung, welche ich mir holen soll und wo ich da anfange und alles drum und dran. Ich habe noch nicht damit geshootet, weil ich leider noch nicht die Filme habe. Die sind immer noch nicht angekommen. Ich habe die vor einem Monat bestellt. Ich glaube, ich muss mich da mal melden. Auf jeden Fall habe ich hier einmal die Canon Supershot Max. Ich glaube, so heißt sie. Ich glaube nicht, dass sie noch einen anderen Namen hat. Das ist die Canon Supershot Max. So sieht die aus. Diese Kamera hier, die habe ich mir eher so zum Spaß geholt. Also, dass man einfach wirres Zeug shooten kann, weil die war relativ günstig. Die hat mich 30 Euro gekostet, was sehr günstig ist. Und dann habe ich einmal die Pentax SBO Mini mir geholt, die so aussieht. So. Genau, und die kann man hier dann so aufschieben und losshooten. Ich bin sehr gespannt und ich freue mich sehr, dass und ich freue mich sehr damit loszuschuten. Und ich freue mich sehr darauf, damit loszushooten. By the way, habe ich mir die beide über eBay gekauft oder ersteigert, wie auch immer. Muss man natürlich aufpassen. Ich habe jetzt einfach das gewagt und beide kamen Gott sei Dank an. Die eine kam sogar aus London, also yes, hat alles trotzdem gut funktioniert. Und jetzt würde ich aber sagen, machen wir endlich weiter mit Fashion. Okay, fangen wir an mit meiner neuesten Errungenschaft und zwar ist es dieser Pullover hier. Ich habe den in mehreren Ausführungen. Das ist jetzt zum Beispiel ein Cardigan. Die sind alle von Brandy Melville, also genau. Das einzige Problem ist nur, dass ich die nach Frankreich schicken musste, zu einer Freundin. Die wohnt an der Grenze, also der Freund von ihr wohnt an der Grenze. Zu ihm habe ich es schicken lassen und sie hat es zu mir geschickt. Es war super umständlich. Den hier gibt es leider, glaube ich, nur in einer Ausführung auf der deutschen Seite bei Brandy Melville. Ich werde euch beides verlinken. Vielleicht habt ihr auch irgendwelche Freunde, die es euch rüberschicken können aus Amsterdam oder sonst woher. Wollte ich nur kurz gesagt haben. Also das ist der erste Cardigan und ich bin verliebt. Ich liebe die Farben. Es erinnert mich sehr an American Horror Story, an Tate. Ich liebe Tate. Ich weiß, ich liebe Tate einfach. Okay. Und dann habe ich noch andere. Und zwar habe ich das Ganze noch in der Pulloverform. Also nicht in der Cardigan-Form, sondern in der guten alten Pulloverform. Wunderschön. Dann habe ich den ganzen noch in Blau. Blau und hellblau gestreift. Und dann habe ich das Ganze noch in Beige. Beige mit Creme, würde ich sagen, gestreift. Sehr, sehr schön. Ich bin verliebt. Wie gesagt, die sind alle oversized geschnitten. Sollte eigentlich jedem passen. Ich glaube sogar, dass Jungs sie tragen könnten. Klar, ist nicht so richtige, you know, aber Jungs so. Leute, ich muss jetzt den Shoutout rausmachen, weil sonst hätte ich die Pullover gar nicht. Und zwar folgt gerne Fabienne, sie heißt auch Fabienne. Folgt gerne Fabienne auf TikTok und auf Instagram, aber gerade auf TikTok, Leute. Sie hat die schönsten Haare auf dieser ganzen Welt. Ihre Haare sind pures Gold und sie haut da Tipps raus und alles rund um Pflegehaare und Beauty. Also schaut da gerne vorbei, ich liebe sie. Habe sie auch durch TikTok kennengelernt, deswegen schaut da unbedingt vorbei. Das war auf jeden Fall meine Bestellung bei Brandy Melville. Okay Leute, dann würde ich sagen, machen wir weiter mit Fenty. Ich habe von Fenty Unterwäsche zugeschickt bekommen, habe mich darüber sehr, sehr, sehr gefreut. Ich habe ja euch schon mal Sachen von Fenty gezeigt, wo ich die Sachen selber bestellt habe. Ich habe das so gemacht. Ich weiß, es ist sehr umstritten mit dieser Monatsmitgliedschaft, wie auch immer. Ich persönlich habe das so gemacht. Ich hatte die Monatsmitgliedschaft, ich hatte die gekauft für 50 Euro und habe dann meine Bestellung getätigt und nach der Bestellung direkt gekündigt, die Mitgliedschaft. Ich hatte keinerlei Probleme, der Kundensupport oder der Kundenservice war super lieb, ich hatte damit keine Probleme, habe die halt da, glaube ich, kontaktiert,
angerufen und danach hatte ich keine Mitgliedschaft mehr mit denen. Ja, das war meine Erfahrung. Ich habe damit keine negativen Erfahrungen gemacht. Ich werde euch jetzt immer nur die Oberteile zeigen. Ich habe hier einmal dieses Oberteil hier. Ich liebe ja so Bralettes. Wenn ihr mich kennt, wisst ihr, dass ich diese Bralettes liebe, die einfach keine Einlage oder so haben. Ich finde das sehr, sehr cute. I don't know. Dann habe ich das noch mal so bekommen. Den hier, den habe ich auch in schwarz schon. Den habe ich euch auch schon mal gezeigt. Ich liebe den Schnitt. Ich finde den super bequem. Ich liebe es einfach. Das Ganze habe ich noch in dieser Ausführung hier. Also in lila und mit diesem Fenty-Druck. Auch noch mit perfekten Panties dazu. Und dann habe ich noch zwei Balcony-Bralettes bekommen. Die sehen so aus. Einmal in rot. Bin ich gespannt, wie die aussehen. Dazu noch die perfekten Panties. Das Ganze nochmal in lila. Und die passenden Panties natürlich dazu. Okay, Leute, machen wir weiter mit ASOS. Da habe ich mir auch ein paar Sachen bestellt. Zum einen diesen Strick-Cardigan. Cardigan, sehr oversized, sehr nice geschnitten. Ich mag die Farbkombi irgendwie mega gerne und ich mag's. Yay. Genau. Dann habe ich noch eins meiner absoluten Favorite-Teile und zwar dieses Hemd hier. Ich mag den Look unglaublich gerne. Ich finde es einfach sehr schön. Und kann man halt so mega lässig tragen, irgendwie so. Yes. Das ist das nächste Teil. Kommen wir zum nächsten Teil, und zwar ist das eine Bluse. Ich wollte einfach so ein Basic-Teil haben, finde es sehr schön. Man kann das, glaube ich, gut kombinieren. Sie ist ein bisschen kurz, aber da kann man nicht viel machen, wenn man so groß ist wie ich. Ich glaube, da kann man jetzt auch gar nicht so viel zu sagen. Meine Haare sind gerade so elektrisch aufgeladen. Ich glaube, ich muss sie wieder zumachen. Oh, das Wetter ist bei uns so schlecht. Es regnet einfach die ganze Zeit. Okay, ich glaube, so ist besser. Auf jeden Fall mache ich die auch sehr, sehr gerne und die ist auch... Kann die auch einfach gut stylen zu anderen Sachen. Okay, kommen wir jetzt zum nächsten Teil. Auch eins meiner Lieblingsteile aus der Bestellung. Ist dieser Oversized Pullover. Ich finde den so nice. Der ist einfach sehr, sehr basic. Das ist eine Männerabteilung. Deswegen ist er auch so krass oversized geschnitten. Ihr kennt mich. Also, falls ihr mich kennt, kennt ihr mich. Nein. Aber falls ihr mich schon länger verfolgt, wisst ihr, ich mag einfach sehr gerne so oversized Sachen. Oversize geschnittene Sachen. Machen wir weiter mit zwei Tops. Ich habe mir einmal das Top hier bestellt. Bitte nimm es mir nicht übel, ich werde das jetzt nicht anprobieren, weil ich einfach, mir ist super, super kalt und ich bin so total faul. Aber ich habe mir auf jeden Fall einmal das Top hier bestellt. Das ist von Moto. Ich glaube, die sind jetzt neu bei ASOS und ich mag die Sachen sehr, sehr gerne. Dann habe ich noch das Oberteil hier, das war sehr günstig, aber ich finde es unglaublich süß. Es sieht aus wie ein Schlafanzug-Oberteil, but I don't care. Ich finde es trotzdem cute und ja, yeah, das ist auch noch mitgekommen. Dann hat sich Fabienne noch einen Opa-Pullover geholt oder Cardigan. Er sieht aus wie von einem Opa, ich bin ja ehrlich. Das ist der Pullover angezogen, wie gesagt, sehr oversized, sieht aus wie vom alten Opa. Geklaut. Dann habe ich noch diese Bluse hier bestellt. Die ist sehr dünn. So sieht die Bluse aus. Ich glaube, man kann die sehr cool stylen. Ich glaube, man kann daraus was Cooles machen. So weiß ich nicht. I don't know. Was sagt ihr? Okay, dann kommen wir zu meinen Sportsachen, die ich mir gekauft habe. Ich habe nämlich mir vorgenommen, etwas mehr Sport zu machen, weil das die letzten Monate etwas auf der Strecke geblieben ist und ich da auf jeden Fall mal wieder anfangen sollte, aus mehreren Gründen. Und ich habe mir da zum einen diese Schuhe hier bestellt. Ich kenne die vielleicht noch. Und zwar waren die so in meiner Schulzeit waren die sehr, sehr, sehr bekannt. Das sind die Nike Free Run 5.0. Keine Ahnung, ob ihr die noch kennt. In meiner Schulzeit waren die unglaublich bekannt. Die habe ich nie gehabt. Aber ich wollte die immer haben. Die sind halt so bekannt durch diese unglaublich dünne Sohle und diese flexible Sohle. Also man kann halt... Es ist sehr flexibel. Und dann einmal zu meiner Rechten habe ich mir einen Crosstrainer bestellt. There he is. Da ist mein Crosstrainer, Leute. Ich habe ihn mir fleißig über 2 Stunden alleine aufgebaut. Er ist wunderschön. Er ist wunderschön. Ich liebe ihn. Es ist super anstrengend, darauf zu laufen. Entweder ich habe Corona oder ich bin einfach super schwach und super wirklich unsportlich geworden. Aber es ist sehr anstrengend, auf dem Ding zu laufen.
Yes. Das waren meine Sporterrungenschaften. Wer hätte gedacht, dass das noch kommt? Und jetzt kommen wir zu meiner letzten Bestellung. Oder ja, es ist keine Bestellung gewesen. Die Sachen wurden mir auch zugeschickt. Und zwar von Pull & Bear. Und da habe ich zum einen diesen Pullover hier, den ich wunderschön finde. Ich liebe dieses Kobaltblau. Ich mag das sehr, sehr gerne. Der ist super, super weich, super angenehm zu tragen, relativ dünn. Und ja, ich mag den sehr, sehr gerne und ich bin sehr happy, dass ich den habe. Dann habe ich noch diese Jacke dazu bekommen. Also ich mag die Kombi aus den Farbtönen sehr, sehr gerne. So sieht es aus. Ich glaube, es ist eher was für den Herbst oder für den Frühling, weil jetzt gerade ist es noch zu kalt. Aber ich mag es einfach voll gerne. Ich finde, das sieht sehr, sehr cool aus. Ich finde, das sind beide Farben, die sehr cool sind. Dann habe ich eine sehr ähnliche Jacke, und zwar das ist eine braune Lederjacke. Aber auch die ist sehr, sehr dünn. Also ich glaube, das ist nichts für aktuell, also nicht bei uns. Aber ja, die ist auch relativ kurz. Die geht mir so mit einem halben Po. Aber ich bin auch 1,80 Meter, also ich weiß nicht, wenn ihr jetzt 1,60 Meter, 1,65 Meter seid, sieht es schon wieder anders aus. Und dann zu guter Letzt habe ich noch zwei Hemden. Und zwar einmal ein ganz normales weißes Hemd, sehr basic geschnitten, kann man absolut nichts mit falsch machen. Und ein kariertes Hemd in so rot, rot, blau und grün kariert. Das waren einmal alle meine Teile, die ich bestellt oder zugeschickt bekommen habe. Ich weiß auch, dass es alles sehr, 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 sehr viel ist und ich werde jetzt auch bald mal wieder ein bisschen ausmisten, Sachen verschenken und an Freunde verschenken, vielleicht auch ein paar Sachen verkaufen, mal sehen. Natürlich ist es kein normaler Konsum. Ich bestelle auch nicht so viel selber und ich kaufe auch in der Regel nicht so viel selber. Aber das hat sich jetzt ein bisschen angehäuft und meistens sind auch die Sachen, die ich euch zeige, in einem Haul auch über mehrere Monate angesammelt und nicht über einen Monat oder eine Woche oder so. Und genau, das wollte ich einmal gesagt haben. Ich hoffe, euch hat es irgendwie gefallen und falls ihr irgendwelche Fragen habt oder sonst was, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Generell ist alles verlinkt, so wie immer, wenn ich es finde. Und sonst würde ich sagen, wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, ihr genießt euren Sonntag oder wann auch immer ihr das Video gerade schaut. Und ja, macht's gut. Ciao, ciao. Bye.